Sie haben vorhin etwas von einer Wand gesagt, die nach Tee riecht. Genau. Gibt es die auch hier auf der Messe? Ja, die haben wir auch hier auf der Messe. Da müssen wir einmal kurz darüber gehen. Darüber, okay. Zeigen Sie mir einmal, wohin? Gerne. Hier ist gerade der Tee. Oh ja, ich rieche hier schon Tee. Ich bin einen Meter weg und rieche schon Früchtetee. Genau. Und so unglaublich. Das ist mein Tee. Ja. Darf ich wieder riechen? Unbedingt. Ich will gleich loslegen. Unbedingt. Ja. Das ist frisch aufgebrühter Tee tatsächlich. Wollte ich gerade sagen, genau, frisch gebrüht. Und das ist wirklich so, Sie sehen es hier, da haben schon die Leute ein bisschen probiert. Das sind also wirklich Früchtekerne. Haben sie schon abgeschabt und ihren Tee gekocht, genau. Oder? Genau, Früchtekerne, Früchteextrakt, Himbeere, Brombeere, was man halt so mag. Und das ist hier an die Wand gebracht und man kann es da vielleicht auch ganz gut erklären, wie das funktioniert. Natürlich kommt die... Mit der Rolle zum Malen, wie ich meine Wand zu Hause male? Nein, also das wird wirklich in 2-3 mm Materialstärke aufgetragen. Das ist ein echter Putz. Der riecht auch sehr lange. Also in normalen Räumen, die jetzt nicht so groß sind wie die Messehalle, haben wir 6 bis 12 Monate sicher das Aroma. Allerdings okay. Ist es so, dass unser Gehirn das ausblendet und man nach einigen Tagen das nicht unbedingt immer also wahrnimmt. Dieser Wow-Effekt, den ich jetzt gerade hier beim Hergehen hatte, den hat man nicht jeden Tag, logischerweise. Aber wenn Gäste kommen, die erinnern einen dann wahrscheinlich schon immer wieder dran, huch, hier riecht's aber gut. Genau, die werden sich fragen, hast du gerade Früchtetee gekocht? Natürlich. Ja. Und das ist auch, wenn man selber im Befinden an einem Tag das besonders braucht, also der Körper, ohne dass man das bewusst weiß, dann riecht man selber wieder mehr und denkt, ach, heute ist irgendwie anders. Und insofern wirkt es immer mit, auch wenn wir es nicht mehr bewusst wahrnehmen.